So, ein herzliches Willkommen zu Call of Doom Episode 1, Map 5. Auf los geht's los. In der Texture Manager. Sehr schön. Achso, wer sich über diese Ladezeiten wundert. Wie gesagt, Call of Doom hat sehr viele Grafiken und sehr viele Animationen und so und verbraucht tatsächlich relativ viel zum einen Festplattenplatz und zum anderen muss natürlich auch alles geladen werden, was natürlich Ladezeit dauert, kostet und vor allem aber auch RAM. Die Lite-Version hält sich auch noch in Grenzen, die braucht gerade mal 400 MB oder sowas, was auch schon viel ist, aber die originale Version von Call of Doom, die braucht weit. Also die braucht knapp 2 GB. Ja. Also sollte man da, wenn man das startet, durchaus mit ein bisschen Ladezeit rechnen. Ich meine, gut, auf einem modernen High-End-Rechner ist das jetzt auch nicht so. Aber ich sag mal so, man merkt es auf jeden Fall. Ne? Wenn man so normale Mods gewohnt ist. Nein. Aua. Man merkt auf jeden Fall schon einen Unterschied. So, lass mal rübergehen hier. Wow. Alter. Ein gebührender Empfang hier. Was ist denn los? So, was haben wir denn für schöne Waffen? Alle Sachen, die wir schon haben oder nicht brauchen. Schade eigentlich. Gut, dann hätten wir das geklärt? Hallo? Geht doch! Oh wow. Alle weg? Alle weg. Sehr schön. Schieben, schieben, schieben. Jawohl. Na, auch nichts Besonderes. Na gut. Wow. Der tut ja weh. Au. Tschüss, kein Bock mehr. So, da müssen wir runter. Oh, was ist das denn? Claymore Meme. Okay, die habe ich auch noch nie verwendet. Digga, ich muss mal hier unbedingt mal ein bisschen hier Druck ablassen. Was ist denn los? Setup Claymore Meme. Feuerkey. Ach ja, klar, das sind ja die Dinger, die auf Bewegung reagieren. Okay, die Frage ist, wie richte ich die aus? Okay, also immer von mir weg. Das heißt, wenn sich in dem Bereich jemand bewegt, dann macht's bumm. Sehr schön. Kennen wir vielleicht auch aus Half-Life oder ähnlichem. Was? Was zur Hölle? Die Frage ist, wie... Nein. Nein. Hilfe. Upsala. Oh, nee, das war was anderes. Was zur Hölle? Nein. Kopf und Kontroll. Send call, lalalala, attachment, send granat, reload, gun, 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 gun. Achso, hier unten. Genau, hier dieser Satellite Phone, ja, können wir jetzt nicht benutzen. Achso, ich habe die Dinger gar nicht hier belegt. Mit was belegen wir die denn am dümmsten Mal? Welche Tasten sind relativ gut für sowas? Ich sag mal O und P. Keine Ahnung.
Sehr schön. So, jetzt habe ich einmal O. Das ist sie. Genau. Taunt. Ah, lol. Ach, okay. Mit der Use-Taste. Also, damit wurde man auch Türen öffnet. Damit kann man die wieder einsammeln. Interessant. Okay, gut. Das heißt, man kann die Dinger hier einfach irgendwo platzieren. Zum Beispiel so hier. Nein, so hier. Dann kann man Gegner anlocken. Dann läuft die da durch und macht Bumm. Könnte man eigentlich mal probieren. Jetzt haben wir hier hinten natürlich schon alle Gegner besiegt. Macht aber nichts. Ja, Uhr. Ey, ja gut, okay. Auf jeden Fall Claymore Mies ist halt schon relativ geil. Und C4 ist halt normales C4, das heißt, da packt man irgendwas hin. Oder kann man die Dinger halt fernzünden. Das heißt, ach, hier ist das andersrum. Hier macht man mit Alternativfeuer, platziert man die Dinger. Und wenn man dann keinen Bock mehr hat auf sein Leben, dann geht man da genau in die Mitte und sagt, er aktiviert. Ach man, der kriegt davon gar keinen Schaden. Was ist das denn für ein Witz? Lol. Wie lame ist das denn bitte? Ich hasse Waffen, von denen man selber keinen Schaden bekommt. Ich meine, es war schön und gut, ja, toll. Aber es ist halt so super unrealistisch. Wisst ihr, wenn man schon Scheiße baut, dann soll man dafür auch bestraft werden. Also jetzt mal no joke. Ist ja hier Kindergeburtstag. Egal, brauchen wir beides nicht. Wir bleiben bei unseren traditionellen Waffen. Konnichiwa. War denn nicht kalt noch zwei? So, da oben geht auch schon wieder ab. Haha. Easy. Mehr sind da nicht? Doch. Okay. So, und jetzt wollen wir doch mal diese Clay-Dinger da mal probieren. Ich weiß nicht, was ich davon erwarten kann. Aber ich platziere einfach mal. Genau, mach ich doch. Genauso wie halt in Half-Life oder im anderen Spiel. Sobald sich da ein Tier in der Nähe bewegt. Können auch mal hier. Nein. So. Warum ist es jetzt grün? Was davor auch gut? Ah, ich liebe das. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das hier im Let's Play aktiv benutzen werden, weil wenn ich die Dinger sowieso nach 3 Minuten vielleicht wieder vergessen haben. Und B, muss man die halt immer erstmal irgendwo platzieren und ganz ehrlich. Wäre mir viel zu kompliziert. Wie konnte der Typ überleben? Okay. Obwohl, siehst du? Wir können ja direkt hier mal benutzen. Diese wunderschönen Claymore-Mina. Wunderbar. Ich bin gerade so richtig produktiv hier. Du kommst noch da. Ach komm. Wir machen mal hier richtig hart Party. Ich muss halt nur aufpassen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass genauso wie C4, dass wir selber davon keinen Schaden bekommen. Das wäre natürlich super lame. Aber. So. Okay, von den Claymore kriegen wir schon mal keinen Schaden, aber von den Fässern, die dabei hochgehen. Die habe ich dezent vergessen. Also doch klassisch. Gut. Dann machen wir unser altes Setup. Das heißt, du gehst mal bitte hier weg. Du gehst mir gerade hart auf den Sack. So. Du einmal runter. Ne? Leider. Geht doch. So, dann haben wir nämlich alle hier.
hoffentlich. Und können die hier alle abfertigen. Wow. Meine Güte. Autsch. Okay. Ich glaube, haben wir soweit. Die hat ein Fässer hier, die. Okay, gut. Geht doch. So, wie gehen wir hier am dümmsten vor? Am besten erstmal die Gegner anlocken. Das. Ach, du Kacke, was mach ich denn hier? Erstmal das Ding hier. Danke. 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 Und jetzt. Diese Vollidioten. Machen uns schon wieder alle gegenseitig selber fertig. Kommt wieder bei die Rüstung mit. Das da hinten brauchen wir nicht. Aber die Rüstung kann ich schaden. So. Dann sollten wir noch mal wieder speichern. Warum höre ich hier draußen welche? Was? Danke. So, hier nehmen wir bitte mal die Schrotflinte. Sehr gut. Upsala. Du bist die mit dem komischen Visier da drauf, ne? Na gut, unsere beiden Waffen, die haben wir bereits, also kann es nichts Gutes sein. Lassen wir also einfach mal da liegen. Und dann, hier ist die Schrotflinte am besten. Wunderbar. Junge, was ist mit dir los? Geht doch. Klappe zu, Affe tot. Gut, jetzt geht's hier in die Dunkelkammer. Können wir mal ein paar Fotos entwickeln. Haha. Ich wollte eigentlich das Fass treffen, aber egal. Mein Goodness! Da werden ja alle wach. Ich höre hier noch jemanden. Die Frage ist, wo ist der? Gefunden. So, dann müssen wir hier hinten noch die Viecher erledigen. Der war. Hallo? Einfach mal still bleiben. Den kann ich vielleicht mal treffen.
dann tut es weniger weh. Ich bin ja auch ein bisschen, ich sag mal nichts. So, dann haben wir eigentlich soweit alles. Sehr gut. Alle Waffen geladen. Na, wunderbar. Jutschen. Jo. Dann war's das mit dem Level. Und dann sehen wir uns morgen zum letzten Level. Quatsch. Dann sehen wir uns morgen in der letzten Aufnahme für diese Woche. Zum nächsten Level. So. Letztes Level. Ha. Da kommen noch ein paar. Gut, in dem Sinne, bis dann.